Autophagie, die körpereigene Superfunktion, wie können wir sie steigern? In drei wichtigen Schritten. Als erstes einmal die Funktionsweisen erkennen, die zwei wichtigen Stoffwechselabläufe, wie wir sie positiv beeinflussen können. Zweitens dann, in welchen Nahrungsmitteln sind Stoffe enthalten, die die Autophagie fördern. Und das dritte dann, wie kann man es dann praktisch am besten in die Tat umsetzen. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeber. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt oder abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr immer die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Autophagie. Und wenn es jetzt natürlich um Gesundheit und ums Abnehmen geht, ist gerade die Autophagie die körpereigene Superfunktion, die da bei beiden sehr hilfreich zur Seite steht. Für diejenigen unter euch, die mit dem Begriff Autophagie noch nicht allzu viel anfangen können, mal eine kurze Erklärung jetzt zum Einstieg. Bei der Autophagie geht der Körper in den Reparatur- und Recyclingmodus und verwendet funktionsunfähige, abgestorbene Zellbestandteile, also alles an Körperstruktur, was abgebaut und erneuert werden muss, zur Energiegewinnung, aber er bezieht daraus auch neues Baumaterial für neue Zellen. Und in der Zelle, in der Einzelnen, schaut es jetzt wie folgt aus. In der Zelle sind die sogenannten Lysosomen, die körpereigene Müllabfuhr in der Zelle, und die verdaut ich quasi selbst. Aber eben nur die schädlichen Zellbestandteile, nicht die gesunden. Das heißt, du wirst den ganzen Mist einmal los jetzt wieder, den du über die Jahre angesammelt hast. Und deswegen stellen wir heute jetzt einmal die drei wichtigsten Fragen zum Thema Autophagie, wenn es darum geht, wie kann ich Autophagie auslösen, wie kann ich länger in Autophagie bleiben, was kann ich da konkret tun? Und vor allem die erste wichtigste Frage jetzt, wie schaut die genaue Stoffwechselfunktion aus? Welche zwei Stoffwechselfunktionen im menschlichen Körper müssen wir dahingehend beeinflussen? Zweite wichtige Frage, wie beeinflussen wir diese Funktionen jetzt? Da geht es in erster Linie jetzt einmal auf Nahrungsmittel. Was für Nahrungsmittelinhaltsstoffe beeinflussen die jetzt positiv in Richtung Autophagie? Zweites dann Sport. Was für Sport? Wann solltest du das machen, dass Autophagie jetzt verstärkt ausgelöst wird? Und drittens dann der Klassiker natürlich, was Autophagie immer im menschlichen Körper auslöst. Das sind Fastenperioden oder einfach der Entzug von Nahrung. Aber immer im Bereich des Fastens und nicht in einer Kalorienrestriktion. Und das Drittes klären wir dann, wie man es im Alltag umsetzen kann. Wie man die Sporteinheit vielleicht setzt, wie man eine Fastenperiode etabliert, was man da konkret machen könnte. So, starten wir gleich durch mit Punkt 1. Was sind die Körperfunktionen? Jetzt als Punkt 1 einmal, da müssen wir uns halt immer vor Augen führen. Der Mensch ist im Laufe seiner Geschichte immer mit zwei Lebenssituationen konfrontiert worden. Das wäre als erstes einmal ein üppiges oder ausreichendes Nahrungsangebot auf der einen Seite und karges oder gar kein Nahrungsangebot auf der anderen Seite. Und deswegen hat der Mensch im Laufe der Zeit Körperfunktionen entwickelt, wie er mit diesen Nahrungssituationen umgehen kann. Bei Nahrungsmangel, dass er sie nicht nur überstehen kann, sondern dass er sie sogar zu seinem Vorteil nutzen kann. Und da gibt es ja noch den Spruch, frei nach dem Motto, gib dir das Leben Zitronen, da machst du eben einfach Limonade draus. Und daraus resultieren jetzt natürlich auch diese Stoffwechselabläufe, die wir beeinflussen wollen. Das wäre als erstes jetzt natürlich, wenn Nahrung im Überangebot oder im ausreichenden Maß vorhanden ist. Können wir es uns Gehirn anschauen, dann aktiviert sich eben ein gewisser Stoffwechselablauf. Das Insulin geht drauf, das heißt, es wird eingespeichert, es wird aufgebaut. Und damit du aufbauen kannst und damit du einspeichern kannst, da werden natürlich gewisse Kaskaden jetzt im Körper freigesetzt. Es müssen natürlich auch Enzyme zur Verfügung gestellt werden, damit die Nahrungsbestandteile überhaupt aufgespalten werden können. Und der Begriff hierfür, der gerade bei der Autophagie im Zentrum steht, das wäre mTOR. Mechanistic Target Rampamycin, kurz mTOR. Und wenn mTOR aktiviert ist, dann bist du im Fressmodus. Ganz einfach. Das heißt, diese Enzyme werden dann freigeschalten, dass deine Nahrung zerlegt und eingespeichert werden kann. Oder auch zur Energiegewinnung herangezogen werden kann. Auf jeden Fall, dieser enzymatische Ablauf wird dann freigeschalten. Das heißt, und wir sehen sie auf der gleichen Grafik auch, um Autophagie auslösen zu können, sieht man schön auf der rechten Seite, musst du mit Nahrungsverzicht und auf der anderen Seite natürlich mit höherem Verbrauch, also vielleicht mit Sport oder mit zunehmender Bewegung darauf einwirken. Gewisse Stoffe können mTOR natürlich auch noch etwas drosseln oder unterbinden. Das heißt, mTOR ist Fressmodus, wenn du mTOR unterdrücken kannst, dann gehst du in den Reparatur- und Recyclingmodus. Und zu diesem Zweck hat der Körper sogar noch einen eigenen Sensor eingebaut, den können wir uns auch gleich anschauen. Und der nennt sich AMPK. Das ist die aktivierte Prokinase, auch ein Enzym, und dieser Sensor reagiert auf Energiemangel. Das heißt, dieser Sensor wird aktiviert, wenn es zu einem Energiemangel kommt und hemmt jetzt in weiterer Folge mTOR, die Enzymaktivierung. Weil natürlich, wenn jetzt keine Nahrung kommt, brauchst du auch die dementsprechenden Enzyme nicht und mTOR wird dann unterbunden. Dann geht es sozusagen in Richtung Recycling rein, das wir haben wollen.
Das heißt, kurz umrissen, wir müssen dem Sensor jetzt ein Recycling-Signal geben und dann wird mTOR gehemmt und wir kommen in die Autophagie. Jetzt wissen wir mal, was wir machen sollen, was wir beeinflussen sollen und jetzt geht es darum, wie wir es beeinflussen. Punkt 2 natürlich. Und da gibt es gewisse Nahrungsmittel, die enthalten Inhaltsstoffe, die sich auf diesen Sensor sehr positiv auswirken bei dieser Symptomatik. Und diese Nahrungsmittelbestandteile, oder nennen sie jetzt Kalorienrestriktionsmimetoren. Sozusagen Mimetor, also es stellt was nach, was diesen Sensor jetzt dahingehend beeinflusst, dass es Energiemangel gibt im Körper. Und wenn du diese Nahrungsbestandteile jetzt verstärkt in deiner normalen Ernährung hast, also wenn es jetzt noch nicht ums Fasten geht, dann kannst du diesen Sensor sozusagen, du kannst schon Vorarbeit leisten, das ist, wenn es dann zum Zug kommt, dass es zu einer verstärkten Hemmung kommt von dem Ton. Und da schauen wir uns jetzt einmal die wichtigsten Nahrungsbestandteile an. Als erstes wäre es jetzt einmal das Spermidin. Und gerade Spermidin hat sich in den letzten Jahren als Autophagie-Booster ja einen Namen gemacht. Aber auch bei Anti-Aging zum Beispiel kommt der Begriff jetzt immer öfters zum Tragen. Was es für positive Einflüsse hat, unten eine Studie verlinkt und jetzt schauen wir uns nochmal kurz an, wo Spermidin in der Nahrung enthalten ist. Und höhere Konzentrationen sind gerade in Weizenkeimen oder in gereiften Cheddar sind jetzt viel zu finden zum Beispiel. Was jetzt auch noch verstärkt in der Nahrung sein sollte, das werden die sogenannten Sulforaphane. Schauen wir es uns gleich an, sind gerade in Kreuzblütergewächsen verstärkt enthalten. Da geht es jetzt um Kohlgemüse, um Brokkoli, um Kresse. Können wir uns noch kurz anschauen, wenn man jetzt Brokkoli gegenübersetzt gegen Brokkoli-Keimlinge, da ist noch verstärkt, da sind diese Wirkstoffe, diese sekundären Pflanzenstoffe jetzt noch verstärkt enthalten, also wenn man es jetzt echt boosten will. Diese Gemüsegattung hat natürlich noch weitaus mehr positive Effekte. Aber gerade bei der Autophagie spielt das auch eine entscheidende Rolle, dass man es verstärkt wieder in die Nahrung aufnimmt. Ebenso, Studie wird unten verlinkt. Und der dritte Wirkstoff, der bei der Symptomatik jetzt dann positiv zum Tragen kommt, das wäre das Resveratrol. Schauen wir es uns kurz an, das ist jetzt verstärkt in der Weintraubenschale zum Beispiel enthalten oder in Himbeeren. Und gerade diese drei Nahrungsbestandteile haben jetzt positiven Einfluss auf diesen Sensor. Wie wir diesen Sensor jetzt noch verstärkt beeinflussen können, dass wir eine Autophagie bekommen, wäre natürlich das Thema Sport. Schauen wir es uns gleich an. Sport generell sorgt natürlich für einen erhöhten Energieverbrauch, für eine Anforderung an Zellerneuerung, für Aufbau, für Reparaturmaßnahmen. Gerade Ausdauersport ist jetzt in dem Bereich zu empfehlen, vor Kraftsport. Der absolute Booster wäre jetzt in Richtung Autophagie, zum Beispiel auch das sogenannte HIIT-Training, also High-Intense-Intervall-Training. Also mit diesen zwei Punkten leistest du schon mal Vorarbeit. Und jetzt kommt der dritte, der wichtigste, der entscheidendste Punkt, wie man Autophagie auslöst, und das sind Fastenperioden. Entweder als Fastenkur oder auf täglicher Basis. Und da schauen wir es uns gleich an, in was für einen Zeitraum wir daheim sind. Auf die Minute genau haben es Forscher natürlich noch nicht genau eruieren können, aber man rechnet jetzt ungefähr zwischen 12 bis 14 Stunden und ab da geht dann die Autophagie richtig los. Also ab diesem Zeitpunkt, ab 12 bis 14 Stunden, gehst du so richtig schön in Autophagie rein. Und während dieser Fastenzeit gibt es natürlich auch gewisse Dinge, die du noch machen könntest oder zuführen könntest. Du lädst jetzt in den Reich der Getränke rein, die auch eine zusätzliche Funktion haben, um die Autophagie zu verstärken und verstärkt auszulösen. Wer als erstes der geliebte Kaffee natürlich, enthält Polyphenole, die Autophagie verstärkend wirken. Wie gesagt, zu allen jetzt Studien runtergeknallt, für jene von euch, die es genau wissen wollen. Und bei diesem, also beim Kaffeegenuss geht es jetzt nicht um den Koffeingehalt, sondern es geht einfach um sekundäre Pflanzenstoffe, die enthalten sind und das auslösen. Bei Kaffeegenuss zu beachten, auf keinen Fall Zucker reingeben, natürlich in einer Fastenperiode, und Milch, wenn nur wenig, am besten auch nicht. Zweite, was während der Fastenperiode jetzt hilfreich zur Seite steht, wäre noch grüner Tee. Da heißen die Inhaltsstoffe EGCG und die sind auch sehr Autophagie auslösend. Studie wird unten reingeknallt und natürlich beim Konsum auf Zucker verzichten. Dritter wichtiger Wirkstoff, den man auch während einer Fastenperiode einnehmen könnte, das wäre Kurkumin. Denn Kurkuma hat nicht nur ausgezeichnete entzündungshemmende Wirkungen, es enthält auch sekundäre Pflanzenstoffe, die Autophagie auslösend sind. Studie wird unten reingeknallt. Das heißt, gewisse Nahrungsmittel, die man generell in der Nahrung haben sollte. Beim Spermidin ist noch dazu zu sagen, dass der Körper einfach über die Lebensdauer weniger Spermidin selber herstellt. Das wäre eigentlich eine körpereigene Substanz, vielleicht mit der Nahrung jetzt verstärkt mehr zuführen. Dass, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, längere Esspausen einzubauen, vielleicht Intervallfasten jetzt schon zu etablieren oder generell Fastentage einzubauen, dass der Körper einfach von diesen körpereigenen Stoffen, die er für eine Forcierung der Autophagie benötigt, schon einmal genug zur Verfügung hat. Das heißt, Kohlgemüse in die Ernährung packen, Weizenkeime vielleicht, gereiften Cheddar, dann hast du von diesen Stoffen
sozusagen genug Vorarbeit geleistet, dass du es generell in der Ernährung jetzt wieder aufgenommen hast, dass du, wenn du jetzt in eine Fastenperiode hineingehst, besser darauf vorbereitet bist, dass der Körper Autophagie auslösen kann. Und während der Fastenperiode eben diese drei Stoffe kannst du noch zuführen, dass du es verstärken kannst. Und jetzt zum dritten Punkt, wie kannst du das jetzt konkret in deinen Alltag aufnehmen? Wie gesagt, das eine in die Ernährung packen, wenn du die Fastenperiode machst, mit diesen drei Inhaltsstoffen jetzt noch das Ganze verstärken. Und wenn du jetzt dich entscheidest, dass du es auf täglicher Basis machst, geht es ins Intervallfasten hinein. Das ist der Klassiker der 16:8. Das heißt, du bist jetzt schon in einem gewissen Bereich in der Autophagie dann drinnen. Auf täglicher Basis Frühstück weglassen oder Frühstück schon langsam nach hinten ziehen, dass du jetzt zusiehst, dass du 16 Stunden gar nichts isst. Dann bist du in Autophagie, kannst das mit den dementsprechenden Nahrungsmitteln dann noch verstärken. Und wenn es jetzt zum Thema Sport geht, wäre die Sporteinheit natürlich, wenn du jetzt das Frühstück weglässt, solltest du gerne in der Früh Sport betreiben. Dass du sozusagen mitten in der Fastenperiode dann noch einen zusätzlichen Boost für Autophagie bekommst, weil du jetzt natürlich dann verstärkt noch Energie verbrauchst. Also nicht am Ende in der Fastenperiode nochmal eine Sporteinheit reinknallen, sondern eher am Anfang oder in der Mitte. Da sich der positive Effekt ja dann verstärkt nach der Sporteinheit und du dann noch länger nachziehen kannst. Bei Fastenperioden generell ist zu sagen, wenn du jetzt Fastenperioden magst, ob es jetzt auf täglicher Basis ist, da wird es nicht so schlimm sein. Also du musst jetzt keine Mineralstoffe ausgleichen etc. Aber natürlich, wenn du längere Zeit fastest, musst du zusehen, dass du deine Mineralstoffe ausgleichst, dass du genug Flüssigkeit zuführst. Tee, Kaffee vielleicht nur in Maßen, viel Wasser trinken und vielleicht noch einen Blick in meinen Nährstoffkalender, wo Vital- und Mineralstoffe in der Nahrung enthalten sind, dass du deine Mineralstoffdepots einmal auffüllst, dass es da jetzt nicht zu Engpässen kommst, wenn du in eine Fastenperiode reingehst. Wichtig auch noch wieder in die Infocard, jetzt mein Teil 1 zum Autophagie-Thema. So, wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Videos habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Erfahrungsberichte natürlich sehr gerne gesehen. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Teilt bitte das Video. Im Abspann gibt es dann noch nützliche weitere Videos. Kurz einmal drüber schauen, immer sehr interessant. Und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.